ein Video. Und zwar geht es heute darum, Löcher in der Wand, speziell in der Gipskartonwand. Und die sollen jetzt wieder ausgebessert werden. Und zwar habe ich mir das hier von Obi gekauft, von der Marke MEM, Reparaturspachtel, der schon fertig ist. Der kostet gerade mal 3-4 Euro, also ziemlich günstig. Und ja, den will ich jetzt mal ausprobieren. Genau. Wie gesagt, der ist halt schon fertig und nochmal zur Verarbeitung. Der Untergrund muss sauber, trocken sowie staub- und fettfrei sein. Gestrichene Oberflächen müssen gesäubert und angeschliffen werden. Metallische Oberflächen sind gegen Korrosion zu schützen. Als nächstes, die Tube wird vor Gebrauch gut geknetet. Und der Reparaturspachtel wird direkt aus der Tube aufgetragen und mit einem Spachtel geglättet. Genau das machen wir jetzt auch. Ich habe die Löcher schon mit ein bisschen Zellstoff verdichtet. Nicht, dass erstens brauche ich dadurch weniger von der Spachtelmasse und ja, geht halt schneller, weil ich auch weniger brauche. Gut, also als erstes kneten. Minuten muss der übrigens aushärten und danach kann man das überstreichen mit Weiß, wie in meinem Fall. Ganz normale Farbe drüber und dann mal schauen. So, Spachtel noch und dann schauen wir mal. Ganz glatt braucht es ja zum Glück nicht sein, weil wir brauchen ja noch ein bisschen Struktur. Auf jeden Fall sehr schönes Weiß, passt sich gleich der Wand an. Man muss nichts anmixen, das ist echt super. Geht schnell vor allen Dingen. Und schon sind die Löcher wieder zu. Danach Farbe drüber und das war's dann schon. Ging also wirklich sehr schnell. So, das Überschüssige entfernen wir einfach. Genau, das war's dann schon. Ja,
So, das lassen wir jetzt trocken. 15 Minuten. Und dann schauen wir mal, ob wir das Ganze nochmals machen müssen oder halt nicht. Und dann würde ich einfach nur noch drüber streichen. Schon sind die Löcher wieder zu. So, mehr als 15 Minuten sind vergangen. Also ich habe es mehr als 30 Minuten einziehen lassen. Auf der Verpackung steht ja 15 Minuten. Ich habe jetzt mal mindestens 30 vorsichtshalber gewartet. Ist auf jeden Fall schön fest. Alles schick. Sieht schon ganz gut aus und jetzt kommt ja noch die weiße Farbe drüber. Und dann mal gucken, wie das Endresultat dann aussieht. So, die Wand ist jetzt gestrichen. Und zwar kam jetzt ein Arctic White, also ein Arctic Weiß hinzu. Und die Hintergrund, also das andere Weiß ist eine Nuance anders. Ist ein bisschen dunkler als das, was ich jetzt drauf gemacht habe. Demzufolge muss ich da wohl nochmal drüber gehen, vielleicht auch zweimal drüber gehen. Aber so bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden und ja, wie gesagt, das ging super einfach. Einfach zu empfehlen. Kostet wenig Geld und man braucht nichts anrühren. Es ist schnell trocken, man kann es überstreichen. Perfekt, was will man mehr? Ja? Also gerade für Laien wie mich, die handwerklich nicht so gut aufgestellt sind, sag ich mal, für die ist das optimal. Von daher sehr zu empfehlen.